Die Isley Brothers sind eine der ausdauerndsten Soul-Erfolgsgruppen. Rudolph Isley verließ die Gruppe 1989, um Priester zu werden. Nun ist der Sänger im Alter von 84 Jahren gestorben. Rudolph Isley ist ein Mitglied der berühmten US-amerikanischen Randgesangsgruppe The Isley Brothers. Die Isley Brothers wurden in den 1950er Jahren gegründet und sind für ihre vielfältige Musikkarriere bekannt, die verschiedene Genres wie Doo-Wop, Rock, Soul und Funk umfasst. Er ist der älteste Bruder von Ronald Isley und O'Kelly Isley Jr., die ebenfalls Mitglieder der Isley Brothers sind. Die Gruppe hat im Laufe der Jahrzehnte viele erfolgreiche Hits gehabt, darunter Shoot, Twist and Shout und It's Your Thing. Die Band wurde 1992 in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen und 2014 mit einem Grammy für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Für eine Ehrung bei den Black Entertainment Awards 2004 kam Rudolph Isley aus dem Ruhestand zurück und sang mit seinen Brüdern Ronald und Ernie, die weiterhin unter dem Namen Isley Brothers Musik machen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie. Möge er in Frieden ruhen. Wenn dich dieses Video berührt hat, hinterlasse bitte ein Like und ein Abo für diesen Kanal. Und schreibe einen freundlichen Satz der Anteilnahme in die Kommentare. Vielen Dank!